So, lieben Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu H1Z1. Der Chile kämpft gerade um sein Überleben, diskutiert hier mit irgendwelchen Eingeborenen. Nee, der ist ziemlich hilfreich und freundlich. Der gibt mir Essen und Trinken. Woher gehen wir jetzt gerade wahrscheinlich zu seinem Versteck? Mal gucken, ob er noch eine Waffe hat. Das wäre richtig nice. Also der Chile, der hat da ein bisschen Glück im Unglück. Ach, ich muss wieder irgendwas droppen. Okay, thank you. You have a gun or a weapon too for me? A knife or something? Or an axe? Der Chile. Der macht das schon. Das glaube ich aber auch. Frag mal, ob er einen Rucksack hat. Okay, wait a minute. I have to clean my bags. Der Chile. Der macht hier ganz krumme Geschäfte. Handdraw Map, die nehme ich natürlich mit. Das droppe ich mal, das braucht kein Mensch. Keine Ahnung, ey. Inzwischen bin ich so voll. Und das meine ich jetzt nicht im positiven Sinne. So, ich habe mir jetzt Green Camo Pants geholt. Ich finde hier lauter Empty Zyrings. So, wo ging's denn hier jetzt nochmal raus? War ich hier schon drin? Offensichtlich nicht. Brown Jeans. White Convoy. Can I have some helmet? Munition. Hier ist nichts. Was ist das? Geht noch nicht. So, wo bin ich denn hier gerade? Alter, wie sieht's bei dir aus? Wo bist du gerade? Bist du inzwischen in der Nähe von Cranberry oder auf dem Weg nach Cranberry? Oder hast du gedacht, nee, ich gehe da nicht mehr hin? Ach du Scheiße, 1 Milliarde Zombies. Handschellen? Mach mich jetzt auf ja, den Weg. Ja, es gibt Handschellen. Warum hast du das jetzt gesagt? Ich wollte den Alter damit überraschen. Den Handschellen? Ja, noch eine Axt. Ich wollte... Okay, thank you, guy. Yes, ich habe einen richtigen Rucksack. Einen richtigen Rucksack. Wo ist denn mein Satchel hin? Habe ich das jetzt gedroppt? Nee. Wie hat man nochmal das Satchel gemacht? Ach ja, nur, du musst einfach nur... Du musst das einfach nur mit den... Was habe ich jetzt gemacht? Hat gedroppt. Du musst das... Wie heißt denn? Craften mit... Hier mit dem ganzen... Mit den Scrap of Cloth kannst du das machen. Magnum, where you are? Ah ne, die Baum da ist ja. Also jetzt dürfte es gerne ein bisschen heller sein, da würde ich wenigstens das erkennen. Das ist ein bisschen laufen, ne? Ständig hinterher hier. Das ist noch ein bisschen schade, dass hier wirklich so wenig... Dass man die Helligkeit nicht einstellen kann. Also ein bisschen heller wäre es schon ganz nett. Dass man da wenigstens was erkennen kann. Natürlich vom Flair oder so ist das logisch. Ja, vom Realismus macht schon Sinn. Oh, was geht hier ab? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wo ich genau bin. Okay, thank you for this moment. Maybe we see us later. Yes, ich kann mir eine Armor machen. So I'm looking now for my group, for my friends, and maybe I come back. So have a nice time, thank you. Ja, ja. Bye. Funktioniert nicht. Crafting, kann ich mir die Rüstung schon machen? Also bei E9 gibt es einen coolen Typ, der gibt uns Essen, wenn wir haben wollen. Mega nice. Können wir ihn mal besuchen gehen, uns bedanken für die nette Aufnahme. Der heißt Magnum. 6 Scrap of Cloth. So, wisst ihr was? Ich crafte mir mal eine Rüstung zusammen. Sieht jetzt bestimmt ganz witzig aus. Zack. Und da haben wir's. Ich hab eine Rüstung, wie geil.
Ihr könnt mir nichts mehr anhaben. Oh, es wird heller. Ja, endlich. Licht am Ende des Tunnels. Hm. Oh, da läuft ein Bär vor. Ah, die Tiere bewegen sich jetzt ein bisschen dynamischer. Ich habe eher das Gefühl, dass sie sich ein bisschen bescheuerter bewegen. Ja, da ist jetzt gerade ein Bär, der läuft hier durch den Kraxler. Schieß ihn. Oh nee, nur vier Pfeile. Aber hab einen Helm. Okay. Ja, der Helm wird dir nicht viel bringen beim Bären. Das sagst du. Ah, ich will hier rein! Tancap braucht kein Mensch. Boah, wie schnell es jetzt hell wird. Mega krass. Boah, wie viel Munition und ich habe keine Waffe dazu. Das ist so blöd. Hier eine Waffe? Nee. Ach Mann, das ärgert mich immer so ein bisschen. Das ist so unnötig dann. Zombie. Bionukulas. Wow. Was los? Der Typ kommt an mir vorbeigerannt, hinter ihm der Bär. Und schreit nur run, run, run. Sau gut. Ja, wir haben auch schon so unsere Erfahrungen mit Bären gemacht, ne? Aber da waren wir selber schuld. Was ist denn das? Ja, wir waren. Bluefull halt Face Respirator. So, jetzt auch. Geil, ich glaube, ich hab. Bisschen. Ich glaub, selbstbewusst. Ja. Bisschen ist gut. Ich glaube, ich habe eine Gasmaske auf. Eine Gasmaske? Ja. Das ist ein bisschen schade. Man kann sich nicht von vorne sehen. Beziehungsweise, ich habe es noch nicht rausgefunden, wie. Das wäre schon cool. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Lags hier. Weiß gar nicht warum. So. Schöner Einkaufswagen. Der Bär hat den anderen Typen umgebracht. Da liegt sein Leben, wie cool. Das ist echt fies von dir, ihn jetzt auszunehmen. Ja, vor allen Dingen hab ich jetzt schon so viel Essen von ihm bekommen. Erst hilft er dir und jetzt klaust du ihm alles weg. Aber ich stell mir die Szene gerade geil vor, wie er so run, run, run und einfach neben dir durch. Ja, wenn er jetzt tot ist, da liegt sein Loot drauf. Der braucht echt eine Weile, bis er wieder zurück ist. Und er hat ja sein Loot. Also ich würde es. Ich glaube, ich würde es mitnehmen. Und nur wenn du dann. Aha? Und sei es nur drum, dass du irgendwann zurückkehrst. Und ihm sein Loot dann netterweise vorbeibringst. Was glaubst du, wie der sich freuen würde? Oh Scheiße, hatte der viel. So, wie sieht's mit der Crowbar aus? Die ist nahezu kaputt. 640. Eindeutig zu 780. Den Kampf gewinnt die neue Crowbar. Oh geil, ich habe endlich einen Kompass. Black Cap, ich finde den Beanie irgendwie blöde. Empty Zyring. Noch mehr Crowbar. So. Machen wir uns mal auf den Weg zu dir. Ja. Sagt, der Bär ist immer noch da. Boah, wie viel Munition. So, was haben wir hier? Die ist 780. Okay. Das ist. Ey, also ich bin mega gut ausgerüstet jetzt gerade. Irgendwie glaube ich dir das sogar. Ich hab eine Pistole mit 30 Schuss. Eine Axt. Hab jetzt schon einen Rucksack, der hat 1200. Sehr geil. Feuerzeug. Habe jetzt eine Tasche übrig. Ah, Sparkplugs hab ich auch noch. Ja gut, die habe ich sogar auch dabei, glaube ich. Normalerweise. Ich finde das ein bisschen blöd, dass ich hier. Wird wieder dunkel, kann das sein? Ja, zumindest hat mal das Licht umgeschlagen. Ja. So, ich bin jetzt auf dieser Straße Richtung Cranberry.
Also ich werde noch ein Weilchen brauchen, bis ich da bin. Dadurch, dass ich jetzt hier im Pleasant Valley gelandet bin, ist das natürlich sehr, sehr interessant hier. Du bist weiterhin im Pleasant Valley unterwegs. Ja, ich bin immer noch im Pleasant Valley. Ich habe gerade ein bisschen, ich wollte gerade einen Baum fällen. Durch die Zombie-Geschichten hier bin ich jetzt richtig hier in die Stadt reingetrieben worden. Schlimm mit euch, schlimm mit euch. Ist das denn ein Zombie? Ich kann es nicht entziffern. Was ist das eigentlich für eine Stadt dahin? Ach, das ist dieses Villas Development, glaube ich, oder wie das hieß. Also, ihr könnt euch vorstellen, wo ich ungefähr bin. Braucht ihr eine Tasche? Ihr habt wahrscheinlich schon eine Tasche, oder? Also einen Rucksack, einen kleinen, habe ich schon. Und wieder zerreißen. Ich weiß nicht, der Alter wird sehr wahrscheinlich auch relativ zügig jetzt einen finden. Was denn? Einen Rucksack. Das weiß ich nicht. Dann gehe ich mal hier in das Dorf rein, in der Hoffnung. Ach, Mensch. Also wenn ich mir den Wolf da hinten anschaue, der sieht aus, als würde er sprinten. Aber verkackt's vollends. Oh, oh, jetzt sprintet er wirklich. Nein, nein, lass schneller, lass schneller. Yes. Geh schlafen, du blöder Wolf. So. Wolf ist Geschichte. Dann kann ich immer gemütlich durch die Buden gehen, in der Hoffnung, dass ich hier meine Knifte finde. Ich finde nur Munition, Mann! Umgestoßener Fernseher, der bringt mir gar nichts. Das finde ich jetzt echt ein bisschen blöd. Blaue Jeans. Nüscht. Immer diese blöden... Wo bist du jetzt eigentlich? Ich? Ja. Ich bin in diesem Vorort von Cranberry. Nee, ich meine Position. Positionstechnisch. I7. Wie? Ida 7. Ida 7, okay, ich bin Emil 6. Ich bin bei Emil 9. Ja, ah, seid okay. Ihr ja quasi zusammen unterwegs. Zumindest auf einer Linie. Oh. Oh. Okay, der Server ist in 15 Minuten mal unten. Locking out external, was? External players? Das sieht so irgendwie aus, als würde uns das erstmal gar nicht betreffen. Hm. Was stand da? Hab da nichts gelesen können. Das kann sein. Dass das hier nur die Außenstehenden, die im Moment nicht online sind, dass die halt ausgeschlossen werden. Na, so habe ich es zumindest verstanden. Ja. Wir werden es trotzdem mal gleich sehen. Wir werden es mal unter Beobachtung haben. Mhm. Was bringt ein Speer? Habt ihr schon mal mit einem Speer gekämpft? Nö. Mit dem wirst du aber bestimmt gut ausspießen können. Ich kann nicht verstehen, dass hier nirgends Waffen liegen. Was soll denn das? Was ist denn das für eine blöde Zombie-Apokalypse in den USA? Die haben alle Knarren. Nur. Oh, eine Machete. Also hier in Deutschland wärst du bei so einer Zombie-Apokalypse total aufgeschmissen. Naja. Kommt drauf an. Ja. Gibt auch welche, die was haben. Aber es sind nicht so viele. Das ist wahr. Und selbst dann auch werden... Auch so einen Speer craften. Gute Frage. Ich höre hier irgendwas. Komisch. Ich habe hier so ganz so ein Knarzen gehört. So. Konnte es nicht zuordnen. Ich habe jetzt Zombie-Blut. Ja, das habe ich auch schon. Was soll das bringen? Hydration. Das macht dich zu einem besseren Zombie, wenn du gebissen wirst. Super. Ach Mann, man findet hier einfach nichts. Sagst du?
Immer diese blöden Vororte. Also ich bin jetzt bei F6. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen verlaufen. Nee, habe ich nicht. Ach, wie schön. Eine Axt. Okay, ich laufe jetzt mal zum Ruby Lake. Richtung Nordost. Okay. Also muss mal bei Gelegenheit wieder hier vorbeischauen, da unten bei dem Truckstop, und mal gucken, ob der Magnum rum ist und ihn mal fragen, was er so braucht. Ja, ich meine, du hast mir ja nur ein bisschen was genommen, ne? Ja, nur ausgeliehen. Bringst ihn wieder. Ich brauche eh eine Weile, bis er wieder dort unten ist. Ich bin gerade die ganze Zeit im Überlegen, wo ich jetzt schon drin war und wo nicht. Bin ich alles sehr verwirrend hier. Vor allem sieht auch alles so gleich aus. Ach super, hier war ich schon drin. So. Oh. Unheilbringende Musik. Also meine Figur sieht jetzt ein bisschen aus wie Lara Croft. Ach, hast du auch ein Mädel? Ja. Wir sind eine Mädelsgruppe. Hallo, herzlich willkommen zu unserem Schminktutorial. Mit Naturprodukten. Oh Mann. Alle Mädels, die das sehen. Denken sich, ja genau, gucken bestimmt viele zu. Bestimmt. Auch ab Tausende. Bio entdeckt mit Birkenduft. Mit Birkenduft. Ich hab ein neues Rouge, Zombieblut. Es liegt da auf dem Nachttisch ein T-Shirt. Ich will doch die Handschellen haben. Oh, ein Navy-T-Shirt. Was hab ich denn da? Ach, hab ich schon an. Ist ja blöd. Wie kriegen wir nochmal ein First Aid Kit hin? Mit Saline und so einem Spaß. Ah ja, genau. Das war ein bisschen komplizierter, glaube ich. Ich renne hier die ganze Zeit mit der Gasmaske rum, in der Hoffnung, dass ich die mal irgendwann brauchen werde. Was? Eine Gasmaske? Ja, ich habe eine Gasmaske. Findest du das nicht auch cool? Okay, da seht ihr das nochmal. Der Server geht in 10 Minuten runter. Ich würde sagen, wir zocken so lange durch, oder? Ja, um 12 wäre das ja. Wir haben 10 Minuten. 9. Da, leere Flasche. Messer. Alles da, nur keine Waffen. Oh, Munition. Ich schredder mal alles. Oh, mir fällt gerade ein, ich muss mal wieder ein bisschen, glaube ich, was essen. Aber was? Ich esse ein bisschen Mums Pink Salad. Ne, Salmon. Lecker. Von der Mutti gibt's heute... Oh, Munition in der Badewanne. Typisch Amerikaner. Von der Mutti gibt's heute Munition in der Badewanne. Schön. Schön. So, wo muss ich lang? So, das ich bin jetzt so gut wie ein Cranberry. Ich werde noch ein ganzes Weilchen brauchen, glaube ich. Ich bin gerade hier beim Ruby Lake. Irgendwo unterwegs. Da vorne sehe ich die Stadt schon. Oh, ich sehe, ich muss was trinken. Trinke ich mal eine Flasche dreckiges Wasser. Lecker. So, dann trinke ich nochmal eine Flasche dreckiges Wasser. Deliziös. Der Ruby Lake, das ist doch... Wo ist denn der? Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich bin jetzt hier beim Ruby Lake.
Altasch, bist du nicht auch beim Ruby Lake? Ich bin auch beim Ruby Lake, ja. Und ich bin jetzt in Cranberry. Wo ist denn der Ruby Lake? Das ist doch diese große Pfütze südlich von Pleasant Valley, oder? Oder liege ich da falsch? Ja, das ist in der Nähe von Pleasant Valley, das ist richtig. Okay. Also wie gesagt, ich bin jetzt gerade in Cranberry einmarschiert. Einmarschiert. Combat Knives. Das ist doch... Oh, Cameo Pants. Ach, verdammt. Und schreddern. So. Komisch, keine Waffen hier in diesem Laden. Das muss erstmal einer verstehen. Aber sehr zombiefrei im Moment, das finde ich gut. Okay, ich meine, ich habe relativ wenig Zombies gesehen bisher. Ich habe hier gerade eine Meldung bekommen, dass ich müde bin. Ich sollte mich ins Bett legen. Man sollte sich auch ab und zu mal hinlegen. Aha. Was? Ganz neu. Da guckt er aber blöd, ne? Allerdings. Ach, immer diese blöden Messer. Ich will kein Messer, ich möchte ein Zombie-Gemetzelapparat. AKA eine Knifte. Aha. Ich finde hier einfach nichts. 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 Oder ist aber ein großes Bad. Hier höre ich doch irgendwelche Zombies. Da ist ein Zombie. Hallo, lieber Zombie, wie geht es dir heute? Die blöde Sau hat mich angegriffen. Toll. Ich habe ihn getötet wegen einer Mütze. Super. Du bist ja freundlich. Da kann ich noch nichts dafür. Er hat mich ja selbst angegriffen. Wo kann man sich denn bitte in ein Bett legen? Es gibt so Matratzen. Oh, Schande. Jetzt werde ich verfolgt von Zombies. Aha. Nur wegen euch. So, in knapp 5 Minuten gehen die Server runter. Scheiße, sind hier viele. Ich renne mal. Scheiße, ich will gar nicht durch Cranberry durch. So viele wie hier sind. Ich muss mich irgendwo einsperren, aber ich weiß nicht wo. Oh, da ist ein Kollege auf einem Auto. Macht er ganz geschickt. Ich muss einmal durch Cranberry durch. Ich laufe euch mal ein bisschen entgegen. Ich laufe mal einfach direkt Richtung Pleasant Valley. Ich lasse mal Cranberry. Hello. So Hello. Liegen. How you doing? Okay, dann nicht. Schnell weg. Boah, die Zombies rennen auch gleich hinterher, ne? Das interessiert die nicht, die Bohne. Hier sind 20 Zombies. Mindestens. Junge, Junge. In knapp 4 Minuten ist der Server down. Hilfe! Ah, ich weiß, wo ich bin. Beim Ruby Lake war ich ein cooler Blue. Also ich bin jetzt auf dem Weg Richtung Cranberry. Da eine Waffe! Eine Pistole! Pistole? Da habe ich sogar Munition. Ja, ich habe ganz viel Munition. Ich weiß nur nicht, ob's... Olle, weißt du, wusstest du noch, wo man die Nachricht reinlegen muss in die Schatzkiste beim Ruby Lake? Oh je. Yeah. Am Ende von Lesson. Nee. Bin fast hier auf die Stadt schon, komm jetzt dahin. Welche Stadt siehst du? Moment. Cranberry. Du siehst Cranberry? Ja, ich bin jetzt gerade im Ruby Lake. Lauf da drauf zu. Oh geil, einen Baseballschläger habe ich auch gesehen. Ey, gefunden. Tiere laufen übers Wasser. Da gibt's einen Weg. Nee,
Ist jemand von euch in Cranberry? Ich bin in Cranberry. Wo bist du? Ich lauf mal. Von wo kommst du? Von Süden aus? Nee, aus Westen, Südwesten. Was siehst du von der Stadt schon? Ich sehe die Brücke. Ich bin direkt an der Brücke. Du bist direkt an der Brücke? Ja, verfolgt von zig Zombies. Da oben ist eine Festung. Hilfe! Oh nein, nur noch 3 Minuten. Ja, und ich werde gleich von lauter Zombies getötet. Ich brauche dringend was zu trinken. I feel tired. Zombies, chille, helf mir mal. Wir müssen die alle abmetzeln. Ich muss gleich erstmal was trinken. Ja, mach das mal. Ich eigentlich auch. Ja, 5 Zombies hinter mir her. Denk daran, das sind nur noch 2 Minuten. Ja, Hilfe! Ich bin jetzt auf einer Plattform. Wo denn? Richtung Südwesten. Ich muss da gleich mal was trinken. Ich muss auch was trinken, aber ich komme nicht dazu. Puh, ist das anstrengend, sag ich euch. Ich laufe jetzt gerade am Ufer entlang am See. In welche Richtung? Wir sollten dann demnächst mal uns auslocken, ne? Ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt, während ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh scheiße, das sind ja mega viele. Ich gehe wieder zurück und gehe auf die Plattform und lock mich dort aus. Ja, ich lock mich hier aus, denn ich denke, die werden dann auch gerebootet dort. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, Hilfe! Und tschüss.